Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Wir spielen wieder eine Runde Rom 2 Total War. Und ja, wir werden hier jetzt erstmal ein Amphitheater bauen, um ein bisschen die Stimmung zu heben. Hier werden wir auf eine hellenische Stadt umstellen. Ja, genau. Der bewegt sich mal hier oben hin. Und ich glaube, an dieser Stelle war es das dann auch schon. Nein, hier unten bauen wir noch ein bisschen was. Beziehungsweise wir rekrutieren noch eine Einheit der karthagischen Hopliten. Dass wir hier gut gewappnet sind. Und machen dann weiter. Halt! Wir machen nicht weiter, sondern wir geben einem Charakter, und zwar hier unserem General, ein bisschen mehr Autorität. Und dann geht's auch schon weiter im Spiel. Das ist mittlerweile Folge 8, so meine ich jedenfalls. Und ja, es macht wie immer riesig Laune. Karthago läuft hier nur einmal pro Woche. Ich hoffe, das ist so okay. Beziehungsweise, ja, ich habe die Woche halt 7 Tage und die Sueben und die Römer sind halt meine Anfangsprojekte und deswegen lasse ich die 2-mal in der Woche laufen. Aber so hat man länger Spaß mit den Karthagern und das kann ja auch richtig gut werden. Vor allem, wenn ich betrachte, dass ich jetzt erst eigentlich ziemlich am Anfang bin und schon einige Landgewinne gemacht habe, ist Karthago also so schlecht nicht. Hängt natürlich stark zusammen mit seinen 2 Klientelkönigtümern, die mir ziemlich viel Ärger vom Hals halten. Solange die mich nicht angreifen, sieht es bei mir doch relativ gut aus. Okay, zügellose Piraterie. Mhm. Ja, da machen wir hier erstmal mit der Verwaltung weiter. Hier greifen wir diese Stadt an. Und ja, hier. Ja, das mache ich automatisch, Leute. Bam. Das tut den Römern nicht gut. Nein, nein. Der versinkt vor Scham gleich im Erdboden. Und dann gehen wir hier vor. Ja, hier haben wir einen Spion. Wir haben aber auch einen Würdenträger, der bestimmt nicht so schlecht ist. Attentat. Ich will nicht den Spion. Manipulation, okay, das will er irgendwie nicht. Das will er auch nicht. Manipulation, okay. Probieren wir es mal so. Okay, er hat den Fortschritt behindert, das ist auch was wert. Vielleicht können wir hier noch was reißen. Okay. Hat leider nicht sollen sein. Auch hier werden wir erstmal so ein bisschen Spaß verbreiten. Und ja, dann schauen wir mal hier unten. Da können wir, glaube ich, so ein Elendsviertel noch abreißen. Und hier bauen wir noch eine Runde. Was bauen wir denn noch hier? Ja, da bauen wir doch glatt noch eine Runde karthagische Hopliten. Das wird schon spannend hier. Ich bin ja mal gespannt, ob er mich jetzt mal langsam angreift hier, der Rebell. Hoffe ich doch mal. Krieg beitreten. Mein Volk ist in Gefahr. Könnt ihr euch nicht mit uns zusammenschließen und diese Runde angreifen?
Ach ja, warum eigentlich nicht? Komme ich früher oder später sowieso vorbei und ja, die Etrusker sind meine Verbündeten und ich bin nun mal ein treuer Verbündeter. Das ist interessant. Denn hier zieht, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißen, die Delmaten, glaube ich, um unsere Insel herum, um die Römer gar zu töten. Okay. Die Etruskische Liga. Ich glaube, ich werde jetzt trotzdem mal den Vorcheck wagen. Und... gehe einfach mal hier vor. Und würde hier auch... Tja, was würde ich denn hier... Ach, wisst ihr was, Leute? Euch zuliebe werde ich diese Schlacht natürlich live im Gefecht ausführen. Ich hätte sie jetzt natürlich auch auswürfeln lassen können, aber ja. So wird es dann doch ein bisschen spannender bzw. interessanter für euch. Nebel ist okay. Schiffe und Geschosseinheiten mit geringerter Genauigkeit und Reichweite. Das ist extrem gut für uns, weil wir haben nämlich überhaupt gar keine Fernkampfwaffen. Und deswegen werden wir den Nebel nutzen. Ist doch klar. Wir ziehen von hier gerade rein. Da bleibt kein Auge trocken. Unsere Speere sind die euren. So, wunderbar. Libysche Infanterie! Die Hopliten stellen wir an der Seite auf. Unser General kommt dahinter. Und los geht's. Hintergrund ist einfach, ich stelle die schlechten Einheiten nach vorne. Nein, mein Herr, erwarte Befehle. Schnell marschieren! Befehle, Axiakos! So, da haben wir ein paar Zelte platt gemacht. Kriegselefanten! Da steht er auch schon, der Peter. Heil, Hamun hat uns gesegnet! Werde zu euren Diensten! Doppelt der Geschwindigkeit! Heil! So, okay. Jetzt werden die gleich beworfen werden. Organisiert euch! So, jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Wo sind meine Nahkämpfer? Können wir hier so Aufstellung nehmen? Bisschen seitlich davon. Schnell vorrücken! Kriegselefanten! Schnell vorrücken! Schnell jetzt! Treue Helene Karthagos! Libysche Infanterie!
Hundert, ihr Hundert! Da kommen! Möge Baal, Hamun und Kraft! So, jetzt gucken wir mal hier rein. So, da flieht seine ersten Einheiten. Die nächsten. So, und hier sterben seine Pferde. Jawohl, hier wird gekämpft, wie sich das für ein Total War-Spiel gehört. Hoplieden! Formation, Bewegung! Liebische Infanterie! Verruf! Bereit, los zu marschieren! Dafür Ruf! Wäre bereit! Die Sperrkämpfer erwarten eure Befehle! Der feindliche General ist tot, jawohl! Jetzt ist hier eigentlich nur noch Mob und so ein bisschen, naja, Wehklagen eigentlich angesagt. Und die letzte römische Provinz ist tot. Beziehungsweise unser. Es sind noch ein paar Astarti am Werk. So, hier sind die letzten Auxiliary-Infanterie-Einheiten. Die kriegen jetzt hier nochmal einen Malus draufgepumpt. Und weiter geht's im Takt. Da können wir jetzt auch mal so ein bisschen die Elefanten reinrauschen lassen. Können wir uns auch mal schön aus der Nähe angucken. Ja, okay, also das hier ist mehr gelinde gesagt für'n Arsch und entscheidender Sieg. Wir haben die Stadt eingenommen. Damit dürften die Römer eigentlich am Ende ihrer Tage sein. Und wir haben unseren Erzfeind ausgeschaltet. Das ist für Karthago, glaube ich, somit das Wichtigste, was man gleich von Anfang an machen sollte. Was jetzt kommt, ist eigentlich im Prinzip eine Neuschreibung der Geschichte. Ja, muss man sehen. Besetzen wir natürlich gleich. Jawohl, Rom ist zerstört. Wir haben hier... Was können wir hier machen? Unterhalt Landeinheiten, jawohl. Finde ich immer cool sowas. Und unser General hier, der ist einfach... Ach, was soll ich sagen? Der ist einfach spitze. Damit können wir jetzt noch ein bisschen mehr punkten. Minus 5 Nahrung. Ja, das machen wir gleich.
Machen wir auch hier. Auch das ist wunderbar. Jetzt können wir eigentlich gleich hier mal nach da drüben schauen. Und mal gucken, was die hier so am Start haben. Die Ardenai sind das sogar. Die Ardenai sind mit uns verbündet. Das ist jetzt natürlich ziemlich blöd. Defensiver Verbündeter. Jetzt gucken wir mal, ob wir mit denen ein militärisches Bündnis eingehen können. Nein, okay, nochmal. Militärisches Bündnis oder beziehungsweise Klientelkönigtum? Nein, wir wollen sie nicht. Noch einmal Zahlungen anbieten. Wollen sie nicht, okay. Naja, macht nichts. Trotzdem würde ich sagen, ist das nicht das Schlechteste, was uns jetzt passiert ist. Und wir können uns dann hier mal um die Liguren oder Ligurien kümmern, genau. Okay. Können wir jetzt hier noch was machen? Athen. Vielleicht ein bisschen Handelsbeziehung willkommen mit Athen. Ich hoch, öffne. Jawohl. Mit den Kyrenaikern hätte ich jetzt auch nichts Namen dagegen. Gefürchtet. Ist auch gut gegangen. Schauen wir mal. Nee, hier hinten habe ich keinen Bock. Wir werden uns jetzt nämlich auch, nachdem wir dann Ligurien erobert haben, werden wir uns hier erstmal festigen in Italien. Und dann werden wir uns jetzt mal Spanien zuwenden. Der iberischen Halbinsel sozusagen. Und werden hier einfach mal gucken, was so geht. Jetzt muss ich nur mal schauen. Ich glaube, ich hatte hier... Das ist natürlich ein bisschen blöd. Moment. Was kann ich jetzt hier machen? Musterungsfeld will ich nicht. Puh. Dann machen wir doch mal Industrie. Das bringt uns Wohlstand. Jawohl. Machen wir hier mal eine Runde weiter und schauen mal, was passiert. Hä? Ach, das ist wahrscheinlich hier eine Rebellenarmee, die unser etruskischer Verbündeter ausgeschaltet hat. Das finde ich sehr löblich. Wunderbar. Nicht angriffen. Ich schlage einen einfachen Verkommen. Auch nicht schlecht. Der Hammer. Was das ausmacht, wenn man das von einer unterschiedlichen Perspektive aussieht, ne? Der Hammer, sag ich mal. Ja, hier wird erpresst. Nee. Ich glaube mal, dass... So, gucken wir mal. Mal rekrutiert. Wunderbar. Pam, 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 pam. Naja, gut, jetzt warten wir mal. Können wir jetzt hier eigentlich... Nee, können wir nicht. Kein Edikt erlassen, weil natürlich hier die blöden Ardenai... Ha, wisst ihr, was wir machen können? Ich habe eine Idee. Haben wir ja schon mal ganz gut praktiziert. Kulturelle Spannungen werden wir jetzt mal hier aufbauen. Bei unseren Verbündeten.
Vielleicht können wir auf dem Weg diese Provinz doch noch kaschen. Die Wahrscheinlichkeit einer Rebellion ist erhöht worden. Ja, wunderbar. Jetzt lösen wir hier mal auf alle Fälle diese Söldnertruppe auf. Und schiffen diese Armee genau hierhin. Und können jetzt hier uns überlegen, was wir hier bauen. Hier wäre auf alle Fälle mal Militär angesagt, das ist ja klar. Und dann sind wir hier mit unserem Latein im wahrsten Sinne des Wortes auch schon wieder am Ende. Was passiert, wenn ich hier rausgehe? Minus 2, aber das ergibt sich dann in der nächsten Runde eigentlich. Schauen wir mal jetzt. Vielleicht können wir uns die Liguren auch gleich holen. Wir müssten uns noch einen Streiter irgendwie bis organisieren, dass hier so ein schöner Sklavenaufstand entsteht. Damit dann Arminium vielleicht von den Sklaven eingenommen wird. Das wäre natürlich gigantös. Ligurien ist am Zug. Mal sehen, wie sich das alles so entwickelt. Piraten sind ein ernstes Problem. Das eure Umwelt. Wie wollt ihr mit dem rekrutieren? Okay. Dann werden wir hier erstmal noch einen Streiter rekrutieren müssen. Ist eigentlich egal, okay. Meine politische Aktionskosten, öffentliche Ordnung, alle Provinzen, das ist cool. In jedem Fall. So, jetzt schauen wir mal hier rein. Minus 4 Nahrung, punische Kultur. Minus 2 Nahrung, plus 4 öffentliche Ordnung. Das bauen wir jetzt auf alle Fälle mal aus hier. Ja. Und dann gucken wir mal hier nach oben. Hoppala. Natürlich keine Pillepalle-Armee, die hier steht. Und deswegen werden wir hier erstmal eine Befestigung errichten. Und weil es so schön ist, minus 77, okay, das sollte eigentlich nicht mehr lang dauern. Dann dürfen wir da Etruskische Liga, jetzt guck mal nochmal, ob wir hier irgendwo... Segne uns Hermes mit geschickten Zungen. Kyrenaika.
Seid gegrüßt, mein Freund. Ich bin äußerst gespannt auf eure noblen. Wie wär's denn mit Klientelkönigtum? Nee, will er nicht. Militärisches Bündnis will er auch nicht. Na gut, dann nicht. Dann müssen wir einfach hier an dieser Stelle noch ein bisschen warten. Libyen. Mein Freund, ihr ehrt diesen Ort mit eurer Anwesenheit. Als bescheidener... Nee, das will er auch nicht. Okay, dann machen wir einfach mal weiter. Halt, natürlich müssen wir unsere Charaktere erstmal weiter fortbilden. Militärverwaltung, Autorität untergraben, Attentäter anheuern. Oh, das hört sich gut an. Dann können wir jetzt weitermachen. Jawohl, so ist es. Da fährt unser General nach Übersee. Was macht die etruskische Liga da? Die Delmarten. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier angegriffen werden. Scheinbar nicht. Neu-Karthago. Wunderbar. Ich darf nur mal bemerken, wir haben die Römer besiegt, ja? Also das ist kein Pappenstiel, das ist eine coole Sache. So, jetzt können wir hier mal noch überlegen, was wir machen. Attentat 14, Manipulation, will er nicht. Probieren wir doch mal Verrat. Sklaven sammeln. Okay, das ist doch cool. Wunderbar. Ich lebe, um den mächtigen Karthago zu dienen. Keltische Söldnerkrieger. Mhm. Kavallerie haben wir null. So, jetzt sollten wir doch mal hier hingehen. Und, ich denke, in der nächsten Folge werden wir dann Genua einnehmen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Zudem sollte hier eigentlich jetzt demnächst mal eine Rebellenarmee auftauchen. Das hoffe ich jedenfalls. Nachdem er hier minus 100 hat, würde ich sagen, hat er da fast keine Chance. Zehn Prozent Wohlstand durch Sklaven, Wohlstand durch Gebäude, die Landwirtschaft und Viehhaltung. Ne, da gucken wir erstmal woanders. Ob wir hier hinten nicht noch ein bisschen was machen können. Ich muss hier hinten nochmal auf Militär setzen. Und zwar werden wir hier die karthagische Kavallerie ausbilden.
Und dann müssten wir hier eigentlich schon karthagische Hopliten herstellen können, genau. Das heißt herstellen können. Rekrutieren können natürlich. Und dann sind wir hiermit schon am Ende. Also, ihr lieben Leute des gepflegten Strategiespiels, was haben wir in dieser Folge erreicht? Wir haben auf alle Fälle die Römer mal ausgerottet. Damit ist unser Erzfeind so gut wie geschlagen. Mein Plan sieht vor, ich werde mir jetzt auf alle Fälle noch Ligurien holen. Hier werde ich versuchen, durch einen Aufstand die Ardenei, dass die hier ihre Provinz an die Rebellen verlieren. Dann kann ich mir die hier auch noch holen. So hätte ich dann ganz Italien, hätte Ligurien, hätte somit die Etruskische Liga auch irgendwie im Griff. Die kann dann hier so ein bisschen ihr Unwesen treiben, für mich in meinem Namen. Und als nächstes Ziel habe ich mir dann erstmal komplett Spanien auserkoren. Wenn ich das habe, könnte ich mir vorstellen, dass ich diese Region mir hier kasche. Gucken wir mal, was bis dahin so alles passiert. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und ja, postet mir einfach, gebt mir eure Daumen hoch, Daumen runter, wie auch immer. Aber bitte postet mir immer dazu und... ja, vergesst nicht, euer Abo dazulassen, falls ihr neu auf meinem Channel seid. Bis dahin, euer Don Firenze.